In Finnland, da gehört der Gang in die Sauna zum Alltag. Wenn man bei uns in ein normales Hallenbad geht, naja, da ist die Sauna eher zweckmäßig. Wie schön wäre die eigene Sauna im eigenen Garten? Gut, Sie haben keinen Garten, dann gibt es noch andere Möglichkeiten. Was es zum Schwitzen im Moment alles gibt, das haben wir uns auf dem Mannheimer Maimarkt genauer angeschaut. Die gewisse Ähnlichkeit mit dem Kleiderschrank ist gewollt. 60 cm tief, macht natürlich noch keine Saunakabine, doch ein Knopfdruck genügt und das Ganze entfaltet sich. Passt fast in die kleinste Hütte und hat den Vorteil, dass Sie eigentlich relativ schnell saunieren können, ja, und auch entspannt und vor allen Dingen jeder in den Genuss des Saunabadens kommen kann, auch wenn jemand eben nicht so viel Fläche hat, um eine, sage ich mal, fest integrierte Sauna zu platzieren. Es geht natürlich auch anders. Wer besagte Fläche hat, der integriert die Sauna mitten ins Leben und macht sie zum Mittelpunkt des Wohnzimmers. Nämlich eine Saunakabine zu haben, die sich, sage ich mal, dem Umfeld anpasst, ja, ein hochwertiger Möbel-Innenausbau zu gehen, mit verschiedenen Hölzern, dunklen Außenverkleidungen. Und die Kabine hat dann eine stimmungsvolle Lampe und auf den Bänken wird es mit Kissen kuschelig wie auf dem Sofa. Ein paar Messestände weiter sind Kissen kein Thema. Doch eines ist auffällig. Die rohe Holzkiste ist out. Das Oberflächendesign ist definitiv ein Thema, sowohl innen als auch außen. Bei diesem Modell versteckt sich der Ofen hinter einer Wand. Das sorgt, so der Hersteller, für eine optimale Verteilung der Hitze, ohne dass jemand mit dem Handtuch wedeln muss. Und dazu kommt eben noch, dass in dem Ofen eine Steinkaskade ist, die 200 Grad heiß ist. Und wir haben jetzt nur 30, 40 Grad. Also zwischen 30 und 60 kann ich ja Dampfsauna machen und zwischen 60 und 100 finnische Sauna. Und durch diese niedrige Temperatur kriege ich tatsächlich einen Dampfstoß von 80-90% Luftfeuchtigkeit hin. Und das schafft eben nur dieses Ofensystem. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Und noch ein Trend sei spürbar, und zwar schon seit mehreren Messen, nämlich der zur Außensauna. Die Außensauna hat auch den Vorteil, sie soll ja nach der Sauna eigentlich über die Luft, über die Atmung abkühlen. Also aus dem Keller raus, aus dem Haus raus. Und wenn man dann die Sauna eben schon draußen hat, ist es eigentlich eine optimale Mischung. Nun denn, auf ins Freigelände, vorausgesetzt, Sie haben einen Garten mit entsprechenden Maßen. Diese Modelle kommen als komplette Module und dann sollen sie eine zentrale Rolle einnehmen. Moment, wie ist das denn zu verstehen und warum überhaupt draußen? Wir konzentrieren uns insofern auf das Thema Außensauna, weil viele Menschen heutzutage dieses Thema Wohnen und Leben und Wellness und Spa voneinander trennen möchten. Und um das richtige Seelenheil zu genießen, das heißt richtig runterfahren zu können, ist es dann einfach diese kleine Oase, die man im Garten schafft, vielleicht noch in Verbindung mit einem kleinen Whirlpool, vielleicht noch in Verbindung mit einem Pool und mit einer Relax-Lounge oder mit einer Outdoor-Küche, dass wir eben diese Sauna als zentrales Modul in den Garten platzieren, an welcher Stelle auch immer, um diese Wellness-Oase quasi als Basis geben zu können. Wer sich in die Außensauna begibt, verliert aber nicht den Anschluss. Hier gehört das Tablet ab Modell L zum Lieferumfang. Bedeutet, wenn wir da auflegen sollten, die Beleuchtung des Gartens, wenn die Poolsteuerung darauf laufen sollte oder, wir sind in der Lage, dies auf unsere Smart-Steuerung aufzulegen, in Verbindung das Ganze als Anbindung an die Haus-Smart-Steuerung noch zu gestalten, sodass auch dieses moderne 21. Jahrhundert, was ja heutzutage die Smart-Steuerungen hergeben, auch in der Sauna angekommen ist. Und dann gibt es natürlich noch die Variante der Saunatonne. Vielleicht nichts für Hardcore-Saunierer, denen die mittlere Ebene bereits zu lau ist. Hier gibt es im Gegensatz zur klassischen finnischen Sauna oft nur eine Sitzebene. Aber sonst kann man sich, wie Diogenes einst in seiner Tonne, durchaus und im wahrsten Sinne des Wortes rundum wohlfühlen.